Also wir haben derzeit ein ganz riesiges Problem, überhaupt Triebfahrzeugführer zu finden. Und natürlich wird es noch schwieriger, wenn man die Triebfahrzeugführer dann auch noch für eine andere Sprache ausbilden muss und noch für ein anderes Betriebssystem. Neben unterschiedlichen Spurweiten, Stromsystemen, Zugbeeinflussungstechnik etc. ist die Sprachbarriere ein ganz wichtiges Interoperabilitätshemmnis für den transeuropäischen Eisenbahnverkehr. Der Regelbetrieb ist ganz einfach handelbar. Dafür kann man mit einigen Redewendungen sehr viel erreichen. Aber wirklich diese Störungen zu beschreiben, da kommt man dann sehr schnell an die Grenzen des Machbaren. Insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr behindert die Sprachbarriere das Durchfahren von Zügen mit nationalem Personal auch ins Nachbarland. Regelbetrieb ist ja leider nicht immer, sondern im Störungsfall bzw. in außergewöhnlichen Situationen, da kommt man sehr schnell mit dem Sprachniveau an die Grenzen. Haben Sie mal versucht, in einer Stresssituation eine Fremdsprache zu sprechen? Den wenigsten von uns gelingt das. Ich kann mich halt erinnern an einen Mitarbeiter, der im Gleis einen Hirsch gesehen hat und das Ganze dann als Pferd mit Stromabnehmer gemeldet hat. Mit KIT, unserer Übersetzungssoftware, können wir diese Sprachbarriere im Eisenbahnverkehr nun überwinden. KIT steht für Künstliche Intelligenz Translation Tool. Wenn wir bei dem Sprachlevel ein kleines bisschen nach unten gehen können, dann werden sich dann auch mehrere Lokführer finden, die grenzüberschreitend fahren wollen. Und das hilft uns allen im Güterverkehr. Für mich ist es halt wirklich wichtig, dass ich nicht zusätzliche Geräte noch an der Lokomotive bedienen muss, weil wir haben wirklich während der Fahrt uns auf die Strecke zu konzentrieren. Uns ist es besonders wichtig, dass das Betriebspersonal der Deutschen Bahn die Möglichkeit hat, besonders innovative Hilfsmittel und Werkzeuge zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Kommunikation zwischen Fahrdienstleiter und Lokführer enthält unglaublich viel bahntechnisches Vokabular, das dann auch der Heißläufer verstanden wird und nicht zum Eisläufer wird. Das Tolle am KIT ist, dass der Triebfahrzeugführer keine weiteren Hilfsmittel benötigt, sondern einfach in sein GSMR-Bordgerät reinsprechen kann und so eine natürliche Kommunikation, wie sie auch sonst mit dem Fahrdienstleiter stattfindet, auch weiterhin stattfinden kann. Auch die europaweit standardisierten Predefined Messages, das sind Messages, die für besondere Gefahrensituationen vordefiniert sind, können durch KIT übersetzt werden. KIT ist sogar so gut, dass es Sprecher mit Dialekt verstehen kann. Deswegen möchte ich halt den Hörer abnehmen und möchte dann in meiner Muttersprache den Text hören und ich möchte in meiner Muttersprache sprechen. Die Übersetzung von gesprochener Sprache zu gesprochener Sprache ist dabei die Besonderheit von KIT. Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter können in ihrer Sprache auch im grenzüberschreitenden Verkehr kommunizieren und die Software KIT übersetzt simultan zwischen den Beteiligten. Gesprochene Sprache wird in Echtzeit übertragen und übersetzt. Also der Lokführer im Führerstand spricht in seiner Sprache, KIT überträgt zum Fahrdienstleiter, übersetzt on the fly und der Fahrdienstleiter hört es in seiner Muttersprache. Andersrum dann entsprechend genauso. Ici l'agent circulation Forbach. Hier ist der Fahrdienstleiter Forbach. Hier ist die Lok in Gleis 12. Ich soll den 55441 bespannen. Wo steht denn mein Zug? Ici la loco est à la voie 12. Je dois faire la mise en tête du 55441. Où est mon train? Les wagons pour le 55441 sont prêts à la voie 221. Die Wagen für den 55441 stehen in Gleis 221 bereit. Dann einmal von Gleis 12 nach Gleis 221, bitte. Puis une fois de voie 12 à 221, s'il vous plaît. De voie 12 à voie 221. Il y a encore manœuvre. Le signal de barrage est alors libre. Von Gleis 12 nach 221. Es kommt erst noch eine Rangierfahrt vorbei. Dann wird das Sperrsignal frei. Ich wiederhole. Eine Rangierfahrt erst. Verstanden? Je répète. D'abord une manœuvre. D'accord. Wir haben viel Grundlagenarbeit geleistet.
darauf aufbauend können jetzt relativ unkompliziert weitere Sprachen in KIT implementiert werden. Denn unser Ziel ist, KIT in ganz Europa zur Verfügung zu stellen.